Herzlich willkommen bei den Fränkischen Rohrwerken. Wir möchten Ihnen heute in dem folgenden Video die einfache Montage des Profi-Air-Lüftungssystems näher bringen. Bei dem Profi-Air-Lüftungssystem gibt es zwei verschiedene Varianten, Profi-Air-Klassik und Profi-Air-Tunnel. Und beginnen möchten wir mit der Tunnel-Variante. Zu Beginn befestigen wir den Profi-Air-Tunnelverteiler an der Wand. Alle benötigten Anschlussöffnungen werden mit einem Hammer ausgeschlagen. Die ausgebrochenen Bruchstücke müssen anschließend entfernt werden. Jetzt wird der Verteilerkasten wieder verschlossen, um anschließend mit der Rohrmontage zu beginnen. Die benötigte Menge des Profi-Air-Tunnelrohres wird einfach durch Anlegen ermittelt und anschließend abgeschnitten. Die Verbindung zwischen dem Profi-Air-Tunnelrohr und dem Verteiler wird über ein Dicht- und Verbindungselement hergestellt. Die Verbindung wird mit der Profi-Air-Fixierklammer arretiert. Die Verbindung mit dem Ventilanschlussteil wird genauso hergestellt wie am Verteiler zuvor. Für enge Baustellensituationen bieten wir ein umfangreiches Formteilsortiment an, welches mit dem Dicht- und Verbindungselement zusammengesteckt wird. Nachdem alle Profi-Air-Tunnelrohre angeschlossen sind, stellen wir mittels des Profi-Air-Ovalkanals die Verbindung zum Lüftungsgerät her. Kommen wir nun zur zweiten Verteilervariante, dem Profi-Air Classic Plus Verteiler, den es in drei verschiedenen Ausfertigungen gibt, mit 5, 10 und 15 Anschlüssen. Der Profi-Air Classic Plus Verteiler kann an der Decke oder Wand montiert werden. Wir empfehlen, ihn möglichst nah an den Profi-Air Classic Rohren zu installieren.
Als nächstes erfolgt das Öffnen der Verteileranschlüsse. Nun werden die Verteileranschlusskupplungen installiert. Anschließend entfernen Sie die Hygienekappen aus den Profair Classic-Rohren und bringen das Rohr in die gewünschte Länge. Nun wird der Dichtring auf die zweite Rille aufgezogen und das Rohr in die Anschlusskupplung gesteckt. Als nächsten Schritt möchten wir Ihnen die Installation des Lüftungsgerätes Profair näher bringen. Dazu gibt es zwei Befestigungsmöglichkeiten, einmal bodenstehend über die Bodenkonsole oder eben, wie jetzt im Video gezeigt, über die Wandschiene an der Wand befestigt. Bei der Installation der Wandschiene sollten Sie darauf achten, dass das Lüftungsgerät mindestens 200 mm Unterkante über dem Boden montiert wird, um anschließend den Kondensatzüffung installieren zu können. Zur Befestigung der zweiten Wandschienenhälfte entfernen Sie einfach die Schraube auf der Rückseite und ersetzen diese durch die mitgelieferten Schrauben. Um das Gerät anschließend ausrichten zu können, schrauben Sie dazu die Gummipuffer noch in die Gewinde. Das vorbereitete Gerät hängen wir jetzt in die Montageschiene an der Wand ein. Nach der Installation des Lüftungsgerätes montieren Sie den Kondensatzüffung. Als letzten Schritt unseres Montagevideos möchten wir Ihnen das Ablängen der Ventilauslasskörper mit Hilfe eines Multicutters näher bringen und im Anschluss ein Abluftventil installieren. Kommen wir nun zur Installation des Profi-Abluftgitters oder Zuluftgitters, das Sie hier auf der geöffneten Wand jetzt installieren können. Bei der Verwendung des Profi-Air-Gitters als Zuluft benötigen Sie keine Abluftfilter. Wenn Sie es als Abluftventil einsetzen, empfehlen wir, die Filter für Lüftungsgitter zu verwenden. Neben der Variante zu den Lüftungsgittern gibt es natürlich bei Profair auch Lüftungsventile in der runden Dimension 125. Ist ähnlich zu installieren wie das Lüftungsgitter. Bei einem Abluftventil empfehlen wir, einen Abluftfilter mit aufzuziehen. Bei einem Zuluftventil wäre das nicht nötig.